Ja, hallo zusammen. Heute medizinisch eine ganz kleine, harmlose Geschichte. Dafür ein bisschen Kulturgeschichte und ganz zum Schluss noch ein kleiner Ausflugstipp fürs Wochenende. Es geht um den Mongolenfleck. Der Mongolenfleck ist ein Muttermal, das bläulich-gräulich erscheint und das bei Babys überwiegend oder fast ausschließlich am Rücken, über dem Kreuzbein, über dem Steißbein oder auf den Pobacken zu finden ist. Bei Kindern von Chinesen, Japanern, Koreanern und natürlich eben Mongolen oder auch Inuit tritt dieser Mongolenfleck im Prinzip zu 99% auf. Und je weiter man sich dann nach Westen bewegt, umso weniger häufig sieht man diesen Mongolenfleck. Bei uns in der Praxis sind es überwiegend Kinder von Familien, die ursprünglich aus Südosteuropa stammen, wo dieser Mongolenfleck auftaucht, der die Eltern sehr oft beunruhigt, und dann kann man den Eltern sagen, das ist eine komplett harmlose Geschichte, da braucht es keine Diagnostik, da braucht es keine Therapie, dieser Mongolenfleck wird weniger und meistens sind die bis zu der Pubertät komplett verschwunden. Das war schon alles Medizinische. Jetzt kommt das Spannende. Entdeckt oder beschrieben wurde dieser Mongolenfleck erstmalig von einem deutschen Anthropologen, Erwin Otto Eduard von Belz, der in Bietigheim 1849 geboren ist und in Stuttgart im 20. Jahrhundert gestorben ist. Und das war ein sehr interessanter Mensch. Der war nämlich irgendwann Leibarzt des japanischen Kaisers und hat eben dann dort auch diesen Fleck bei Kindern entdeckt und hat ursprünglich eben die Herkunft den Mongolen zugeschrieben. Inzwischen ist dies sehr umstritten. Man sagt, vielleicht waren es auch die Inuit, wo dieser Fleck zuerst aufgetaucht ist, sodass dieser Name Mongolenfleck eigentlich inzwischen umstritten ist, aber er hat sich einfach bei uns Kinderärzten festgesetzt und im Moment gibt es dazu keine Alternative. Noch zwei Worte zu Herrn von Belz. Der hat dann auch unter anderem den japanischen Kampfsport exzessiv betrieben und gefördert und auch nach Deutschland gebracht, und er hat vor allem sehr viel Kunst, japanische Kunst gesammelt und diese Kunst dann irgendwann dem Lindenmuseum in Stuttgart vermacht. Und da sind wir jetzt also beim Ende des Videos und beim Ausflugstipp. Die japanische Kunst des Herrn von Belz kann man in Stuttgart im Lindenmuseum sehen. Und das wäre auch vielleicht für Sie und Ihre Familie ein Tipp fürs Wochenende. Bis nächste Woche.